schon. Man sollte auch darüber Bescheid wissen, ne? Dass zumindest junge Leute, so wie in ihrem Alter, im Prinzip wissen, worum es sich da dreht. Ne? Dass man dann aufgeklärt ist, was dann eben so alles passiert ist und wie man es halt aufarbeiten kann. Und warum finden Sie es so wichtig, darüber Bescheid zu wissen? Ja, na, weil in der Geschichte, aus der Geschichte heraus dann man auch die Zukunft gestalten kann, dass sowas nicht nochmal passiert. Ne? Wir haben ja in Deutschland schon ein paar so eine Geschichten gehabt. Ne? Die Kriege, das ist für viele junge Menschen heutzutage alles so weit weg. Viele interessiert das halt nicht. Und deshalb finde ich, dass es halt auch wichtig wäre, darüber Bescheid zu wissen. Nicht mehr. Und wieso? Das ist schon so lange her. Das ist eigentlich schon. Ich kann damit mit diesem Begriff so nichts anfangen, aber mehr Wissen schadet ja nie, ne? Nicht mehr, sagen wir mal so. Das ist für mich abgehakt. Ja. Das finde ich schon wichtig. Warum? Naja, man muss ja wissen, was früher was geschehen ist und vor allen Dingen, ob das zu Recht war oder zu Unrecht. Also das muss schon ergründen, ja. Wir stehen hier auf dem Gelände des Stasi-Gefängnisses in Hohenschönhausen, und das früher ein riesiges Sperrgebiet war, das für die DDR-Bürger nicht zugänglich war, nur für die Mitarbeiter der Stasi. Heute ist das Gebäude ja eine Gedenkstätte, die wir auch schon besucht haben. Wir wollten herausfinden, ab wann und wie das Gebäude der Staatssicherheit in der DDR als Haftanstalt genutzt wurde. Uns interessiert dabei nicht nur die Frage, wer hier inhaftiert war und warum, sondern auch, wer für die Stasi gearbeitet hat und was aus den Tätern heute geworden ist. Ja, also das Grau, Dunkelgraue, das ist jetzt hier die heutige Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, das ehemalige zentrale Gefängnis der DDR-Geheimpolizei, des Geheimdienstes. Aber in der DDR hatte eben halt der Geheimdienst auch die Situation der Geheimpolizei, der war beides in einem. Bei uns darf ein Geheimdienst nur beobachten. Und wenn jemand gefährlich ist, dann darf er nur der Polizei den Auftrag geben, den zu verhaften. In der DDR war das so, der Geheimdienst konnte auch gleich Gefängnis betreiben. Das ist der Unterschied nochmal, der konnte auch verhaften. Das darf man in unserem Land rechtsstaatlich nicht. Es gab in der DDR 17 solcher Gefängnisse, wie wir jetzt sehen. Ja, also in jeder Landeshauptstadt, ihr wisst ja, in unserem Land gibt es Bundesländer, in der DDR nannten wir die Bezirke, 15 Stück gab es. Und es gab in jedem ein so ein Gefängnis, was wir jetzt sehen, so mit so einer Struktur der Geheimpolizei, des Geheimdienstes, die wir Stasi so heute im Umgangssprachlichen nennen. Und in Ost-Berlin, in der damaligen Hauptstadt der DDR, da gab es 3 solcher Gefängnisse und hier war von allen 17 und von allen 3 in Ost-Berlin das Zentrale. Und das war das einzige Gefängnis, wo 2 Mauern drumherum waren. In den anderen Gefängnissen, da konnte man von außen sehen, dass es ein Knast ist. Hier war es nicht unbedingt so gleich möglich, weil es gab eben nicht nur die Wachtürme und den Stacheldraht und die Mauer, die wir jetzt hier im inneren Bereich sehen, sondern es gab nochmal eine 2 bis 4 Meter hohe Mauer, die um alle großen Gebäude, die wir hier außerhalb sehen, nochmal drumherum war. Als dann 1949 die DDR gegründet wurde und wenige Monate nach der Gründung der DDR das Ministerium für Staatssicherheit, nämlich im Februar 1950, übergab der sowjetische Geheimdienst sein Untersuchungsgefängnis an das Ministerium für Staatssicherheit und das richtete eben dort sein zentrales Untersuchungsgefängnis ein, was dann bis 1959 in der Form, also nur in dem alten Gebäude mit dem Keller und den dazugehörigen kleinen Nebengebäuden betrieben worden ist. Als die Staatssicherheit dann Hausherr in dem Gebäude geworden ist, wurden dann in der Tat politisch missliebige, politische Feinde, so wurde das von der Stasi genannt, inhaftiert. Also Menschen, die sich in irgendeiner Weise gegen die neu einzurichtende Ordnung in der DDR richteten. Also in der DDR sollte ja der Sozialismus aufgebaut werden, nach sowjetischem Vorbild. Man wollte ja sozusagen das, was in der Sowjetunion seit 1918, 19 existierte, hier in der DDR aufbauen. Und dazu musste die Gesellschaft sehr, sehr stark umgestaltet werden.
und viele Menschen hatten damit Probleme. Mit den Jahren veränderte sich die Zusammensetzung der Inhaftierten. Vor allen Dingen wurde auf dem Gelände des Untersuchungsgefängnisses ja der Neubau errichtet. Das U-förmige Gebäude, was hinter dem Altbau zu sehen ist, ihr habt es ja gesehen, nehme ich an, mit so einem Rauputz versehen und nicht wie der vordere Bau mit Klinkern gebaut. Und dieser Neubau, der sogenannte Neubau, der wurde 1960 in Betrieb genommen. Und daraufhin wurde der Keller dann geschlossen, da gab es keine Gefangenen im Keller mehr. Also diese dunklen Kellerzellen, die waren dann nur noch Lagerräume oder wurden für irgendwelche besonderen Zwecke genutzt, jedenfalls nicht mehr, um Menschen dort zu inhaftieren. Und im Neubau wurden auch politische Gegner der DDR inhaftiert, zum Beispiel ja, so ganz bekannte Menschen wie Rudolf Barrow, der hat ein Buch geschrieben über einen alternativen Sozialismus. Oder Jürgen Fuchs, das war ein Schriftsteller, der hat sich sehr aktiv in Thüringen, in Jena, in studentischen Gruppen betätigt und forderte demokratische Rechte und freie Wahlen und Ähnliches und hatte sich damit auch gegen die herrschende SED gestellt. Je später es wurde, sage ich jetzt mal, je näher das Ende der DDR rückte, umso mehr jüngere Leute, die versucht haben, die DDR zu verlassen, wurden dann eingesperrt. Und eine dritte Gruppe vielleicht noch. Das waren Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen versucht haben, von Westdeutschland oder von Westberlin aus Leute aus der DDR in den Westen zu schleusen. Und unmittelbar vor dem Ende der DDR, so ab Ende 1988, 89, wurden dann auch etliche der Demonstranten, die gegen bestimmte politische Erscheinungsformen der DDR, für mehr Umwelt zum Beispiel, für mehr Umweltschutz, und gegen bestimmte andere Dinge protestierten, die also Demonstrationen wagten, was eigentlich natürlich ganz undenkbar war in der DDR eigentlich, auch in der Haftanstalt eingestellt. Zum Beispiel Bärbel Bohley, das ist eine ganz bekannte Bürgerrechtlerin gewesen. Die Täter, also die Mitarbeiter der Staatssicherheit in Hunschenhausen, das waren ganz unterschiedliche Menschen natürlich. Die Staatssicherheit hatte 1989, also zum Ende der DDR, 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter, das waren also Festangestellte, die auch Uniform trugen und die eben richtig bezahlt worden sind, ganz regulär mit monatlichem Lohn und Einkommen und so etwas. Und neben diesen 91.000 gab es ja noch eine viel, viel größere Zahl von sogenannten IEMs, also inoffiziellen Mitarbeitern, also Spitzel sozusagen, die die Aufgabe hatten, die eigene Bevölkerung, also die DDR-Bevölkerung, die Mitschüler, die Freunde, die Leute in der Kirchengemeinde oder in den Freizeitclubs oder wo auch immer auszuhorchen und das, was sie dort zu hören bekamen, dann an die Führungsoffiziere, die dann hauptamtliche Mitarbeiter der Stadtsicherheit waren, weiterzugeben. Wo kamen sie her, diese Leute? Sehr oft kamen sie aus sehr, sehr parteitreuen Familien, also Familien, die eben schon seit Generationen in der Kommunistischen Partei Deutschlands und dann in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gewesen sind, also die Eltern jetzt oder die Großeltern schon, wo man sich also sicher war, dass die Kinder, die dort heranwuchsen, eben auch die richtige politische Orientierung hatten. Und die wurden dann bevorzugt angesprochen, ob sie denn bei der Staatssicherheit Interesse hätten, mitzuarbeiten. Man konnte sich bei der Staatssicherheit nicht bewerben. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal gewesen. Selbst wenn man noch so interessiert und noch so begeistert war für die DDR, das ging nicht. Die Staatssicherheit suchte sich ihre Leute aus. Und wie gesagt, es war einmal dieser Personenkreis. Dann gab es aber auch natürlich Jugendliche, die man so einschätzte, schon in der Schule, dass sie begeisterte Kämpfer und engagierte Verfechter der politischen Linie der DDR waren. Die sprach man an und über den Militärdienst, der ja in der DDR, es gab ja die Wehrpflicht auch in der DDR, den alle männlichen Jugendlichen ableisten mussten, fand man auch noch einen Zugang und stellte dann auch fest, wer da politisch besonders aktiv und besonders zuverlässig war. Den versuchte man dann sozusagen aus der Militärdienstzeit für die Staatssicherheit anzuwerben. Also eine Elite in gewisser Weise, und so verstand sich die Staatssicherheit auch, eine Elite der DDR, die eben in ganz besonderer Weise den Staat, die Partei schützte. Das Motto der Staatssicherheit war ja auch, Schild und Schwert der Partei zu sein. Musik
Am spannendsten sind die persönlichen Geschichten hinter den Fakten. Deshalb trafen wir uns mit Mario Röllig, der als junger Mann von der Stasi verhaftet wurde und nach Hunschenhausen gebracht wurde. Heute begleitet er Schüler durch das Haus und erklärt auf den Führungen, wie es ihm erging und was er hier erlebt hat. Ich habe jemanden kennengelernt nach meinem Coming-out als schwuler Mann. Und zwar einen ganz tollen Typen aus West-Berlin. Und damals durften ja nur die West-Berliner oder die Westdeutschen in den Osten, aber wir nicht rüber. Und ja, wir haben uns ganz nett kennengelernt in der Disco. Und der hat mich dann regelmäßig besucht. Und dann wurde die Stasi auf uns aufmerksam, weil der im Westen beruflich Politiker war. Und das war der Grund, die wollten mich dann als Spitzel, als Informanten zwingen, für sie zu arbeiten, um den Freund im Westen erpressbar zu machen. Also es war natürlich offiziell nicht der Grund, weshalb ich Nein gesagt habe als Spitzel, sondern der Grund war, ich habe es in der DDR nicht mehr ausgehalten, weil ich sollte ja nicht nur ihn verraten, sondern auch andere Freunde. Und weil ich dazu Nein gesagt habe, wurde ich degradiert. Ich war in einem ganz tollen Beruf als Kellner tätig am Flughafen Berlin-Schönefeld. Das Ding, was jetzt nicht fertig wird. Ja, und im Flughafenrestaurant dort tätig. Und als ich gesagt habe, ich will für die nicht als Informant, als Spitzel tätig sein, arbeiten für die, da wurde ich degradiert zum Tellerwäscher am Bahnhof Berlin-Schöneweide. Und der Druck ließ ja nicht nach. Die wollten mich nach wie vor zwingen, für sie zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nach wie vor, ich mache das nicht. Und dann habe ich den einsamen Plan gehabt, ich will flüchten aus der DDR, ich will weg. Ich wurde verhaftet, als ich versucht habe, in einem Urlaub in Ungarn über die ungarisch-jugoslawische Grenze zu kommen. Ich wusste, weil ich in Budapest nochmal verhört wurde, dass es der 3. Juli 1987 war, wo ich zurückgebracht wurde. Es war ein Freitag. Und ich wurde also mit anderen Jugendlichen zusammen, wir waren insgesamt mit mir 9 Jugendliche aus der DDR, die über Ungarn jeder für sich alleine irgendwohin nach Österreich oder wie ich nach Jugoslawien flüchten wollten. In dieser einen Woche, jeder wurde irgendwo geschnappt, also wir kannten uns alle gar nicht. Jeder wurde dort in eine Einzelzelle gesteckt und nach einer Woche wurden wir in eine Garage dort im Militärgefängnis Budapest, wurden wir in eine Garage geholt dort. Und dort kamen dann 9 Stasi-Leute, 9 Deutsche in Zivil. Jeder von uns wurde einzeln an einen Stasi-Mann gefesselt, an seinen Bewacher, Handschelle an Handschelle. Und dann mussten wir in einen Touristenbus, der fuhr direkt zum Flughafen dort und dann in ein speziell gechartertes DDR-Flugzeug. 2 Stunden später, mit dem Ende des Fluges in Berlin-Schönefeld angekommen, parkte der Flieger weit weg auf einem abgelegenen Rollfeld und dann ging die Flugzeugtür auf und dann wurden wir die Treppe darunter geführt und vor dem Flugzeug standen 2 Lieferwagen, Modell Barkas 1000 und auf dem ersten stand an der Seite drauf mit roter Schrift Zentrum Warenhaus Berlin-Alexanderplatz und auf dem zweiten stand drauf Obst und Gemüse HO Berlin. Und die Fahrer dieser Autos hatten über ihren Geheimdienstuniformen der Stasi die Kittel des Lieferunternehmens an. Der direkte Weg vom Flughafen Berlin-Schönefeld im Südosten hierher, außen um Berlin rum, auf der Autobahn hätte 40 Minuten gedauert. Die fuhren mit uns, wir waren ja als Häftlinge, als Verhaftete da im Auto im Dunkeln. Die fuhren mit uns lange Umwege, etwa 4 Stunden. Dass wir während der langen Fahrt im Dunkeln auch Angst bekam, ja, wo bringen die uns hin? Weil die sagten nicht, du kommst jetzt nach Schönhausen, sondern nur rein da, ja. Und die lange Fahrt, die machte natürlich Angst im Dunkeln, ja. Und irgendwann kamen wir hier an im Gefängnis, aber nicht irgendwie auf so einen Hof, wo wir jetzt stehen, sondern in eine Garage. Ja, da drin angekommen, da standen dann so 5 Stasi-Leute im Halbkreis, so breitbeinig mit Stiefeln, so Uniform, Schirmmütze. Dann hatten die so Gummiknüppel in der Hand, die sie schwangen. Die haben uns also nicht verprügelt, aber die schrien und drohten. Und da war meine Angst ziemlich stark. Wir mussten uns direkt neben die Treppe dem Eingang zum Gefängnis stellen, da in der Garage, Hände hinter den Kopf, Gesicht zur Wand. Und dann wurden wir von einem der schreienden Wärter einzeln jeweils ins Gefängnis geführt. Und da ging für mich der letzte Rest Heimat unter. Thank you.
war 3 Monate, 3 Tage in Hohenschönhausen, aber eine ganz lange Zeit in Einzelhaft. Ja, also ich war auch ein paar Tage mit anderen in einer Zelle, obwohl das nicht besser war, weil ich habe immer gedacht, hoffentlich ist der andere kein Spitzel. Ja, man wusste das immer nie genau, ob der Mithäftling vielleicht von denen umgedreht ist, ja, dass der über Gespräche in der Zelle redet. Ja, wie ausgeliefert man eben damals war. Wenn du waschen konnte man nicht, ja. Also es gab sogar Kalt- und Warmwasser, es gab sogar Spülklo. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, wir kamen da rein, oder ich kam da rein, die Tür flog zu, aber erstmal habe ich gesehen, kein Fenster, also nur hell und dunkel. Ja? Okay. Dann war es so, dass man am Tag nicht auf dem Bett sitzen oder liegen durfte. Man durfte, wenn man sitzen wollte, nur auf dem Hocker hinter der Zelle, hinter dem Tisch sitzen. Aufrecht, gerade, Gesicht zur Tür. Es war verboten, sich auf den Tisch zu lehnen, es war verboten, sich an die Wand zu lehnen, denn alle 3, alle 5, alle 10, alle 20 Minuten schauten die Wärter von außen durch den Türspion und haben die gesehen, ich sitze falsch oder ich sitze da auf dem Bett. Dann ging die Klappe auf und der brüllte in die Zelle 328, sitzen Sie gerade. Habe ich nach der dritten Erinnerung nicht gerade gesessen, wurde der Hocker dann bis 22 Uhr rausgenommen. Da war nur Stehen in der Zelle erlaubt. Ja, die schauten auch beim Gang auf die Toilette zu. Ist ja super peinlich, nicht, wenn dabei auch jemand zuguckt. Und die ersten 4 Wochen konnte ich gar nicht gehen, weil es so peinlich war. Irgendwann war es egal. Dann eben halt, dass ich mich mit niemandem unterhalten konnte, außer mit dem Stasi-Offizier im Verhör. Irgendwann habe ich mich gefreut, zum Verhör geführt zu werden, weil der mich aus der Einsamkeit holte. Und in den ersten Tagen und Wochen gab es ja keine Bücher oder Zeitschriften oder Radio oder Fernsehen oder so. Sowas gab es eben damals da nicht. Und das Warten auf das Nichts, das war schon ziemlich schlimm. Ja, also, dass die Zeit nicht vergehen wollte. Ja, also du hast dann immer gewartet vom Aufstehen 6 Uhr bis zum Frühstück 8 Uhr. Dann rollte so ein Frühstückswagen an. Nach dem Frühstück hast du gewartet, dass du verhört wurdest. Wurdest du nicht verhört, hast du dann eben bis zum Mittag lange Zeit und wenn du keinen Sport machen kannst, ja, Sport war ja in der Zelle streng verboten und wenn du nichts lesen kannst, die Zeit will nicht vergehen, ja. Und dann eben auch nach dem Mittagessen hast du wieder überlegt, holt er mich jetzt zum Verhör oder nicht, dann auch wieder nichts, ja, dann verging die Zeit bis 18 Uhr wieder ewig lang und dann gab es Armbrot. Und dann eben halt bis 22 Uhr wach bleiben war auch schwierig. Nachts 22 Uhr durfte ich mich dann endlich aufs Bett setzen und legen. Aber jede Nacht durfte ich nur auf dem Rücken liegen, Hände rechts, links auf der Bettdecke. Es war verboten, auf der Seite, auf dem Bauch zu liegen. Da wurde ich dann geweckt. Der Wärter schaltete von außen immer über der Tür. Gab es eine 100-Watt-Glühbirne, die schaltete er immer von außen ein, um zu sehen, wie ich liege. Und lag ich falsch, dann brüllte der in die Zelle, 328, liegen Sie gerade. Ja, also auch eine Nummer zu sein, war total schlimm. Also kein Mensch mehr zu sein, sondern eine Nummer. Nicht, also die Nummer der Zelle, das war der Name im Gefängnis für mich dort. Und der Sinn, weshalb wir nachts geweckt wurde, war mir am Anfang gar nicht klar, aber doch nach ein paar Nächten dann schon, weil ich war total übermüdet, weil ich kam ja nie in tiefen Schlaf. Und diese Müdigkeit, die nutzten sie in den Verhören aus. Aufgaben im Kopf gelöst, hat immer wieder die Zelle ausgemessen, 14,5 Schritte von der Tür zur Heizung und zurück. Aber irgendwann, nach 5 Wochen, hatte ich mir nichts mehr zu sagen. Irgendwann kommt die Angst zurück. Und dann habe ich noch einmal all meinen Mut im Verhör zusammengenommen und zu dem Offizier gesagt, ich will ja sofort Bücher in die Zelle bekommen, sonst werde ich wahnsinnig. Und diese Typen, die hatten ja Psychologie studiert, um Menschen kaputt zu machen. Ja, also seelisch, nervlich. Und der sagte dann, der Wärter, nachdem ich gefragt habe, kriege ich Bücher in die Zelle? Wir gehen weiter. Der Wärter fragte, oder ich fragte den Wärter, ich will jetzt sofort, nach 5 Wochen war das, Bücher in die Zelle bekommen, sonst werde ich hier wahnsinnig. Das wurde vorher immer abgelehnt und als der merkte, aber ich bin nervlich am Ende, sagte der grinsend, wir sind doch keine Unmenschen, natürlich kriegst du Bücher in die Zelle, wir haben eine ganze Bibliothek. Und damit kam ich wirklich für ein paar Stunden Bücher. Aber es war furchtbar. Habt ihr eine Idee, was für Bücher? Kein Marx, manche Bücher. Vielleicht so eine. Eigentlich ganz gut, weil ich dachte, das ist das, ja, so kommunistische Literatur hätte ich auch hier gelegen, gelesen. Nee? Eine andere Idee noch? Ich war ein Flüchtling, ich bekam natürlich nur Reiseliteratur über Orte, die ich niemals sehen werde. Oh, ist das gemein. Ja, also da gab es ein Bildband von Südamerika, ein Reiseführer von Madrid, ein Roman über einen Wanderurlaub in Österreich.
Und ganz ehrlich, ich hätte alles gelesen, nur das nicht. Weil je mehr ich gelesen habe, ja, von diesen tollen Sachen, desto größer wurde meine innere Wut. Weil ich wusste ja nicht, wie lange das hier geht, wann die mich rauslassen, wie hoch das Urteil wird, ja, ob ich überhaupt jemals in den Westen komme, um den es in den Büchern geht. Ja. Und ich habe nach 10 Seiten so ein Buch rausgegeben. Ja. Also ich wollte dann nicht weiterlesen. Weil das fühlte sich eben an, als wenn man einem Hungernden ein Kochbuch schenkt, statt was zu essen. Wir stehen hier in der Dara-Ausstellung. Die Rolle der Täter, also der Stasi-Mitarbeiter, hat uns auch sehr interessiert. Wir haben im Internet nach Gesprächspartnern gesucht und für ein Interview angefragt. Die sogenannten Stasi-Insider hatten kein Interesse an einem Gespräch mit uns. Beim weiteren Suchen sind wir auf einen ehemaligen Stasi-Mitarbeiter gestoßen, der sich nach der Wende mit einem Opfer ausgesprochen hat. Ich bin mit 18 Jahren, vor etwas über 50 Jahren, Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit geworden, nach dem Abitur. Ich habe mich verpflichtet, dort lebenslänglich zu dienen, ohne eine besondere Vorstellung zu haben, was das im Konkreten bedeutet. Aber für die DDR zu arbeiten, war für mich, als ich gefragt wurde, eine Selbstverständlichkeit. Ich habe in meinem Zuständigkeitsbereich, den ich nach der Offiziersschule bekommen hatte, das waren Teile der Akademie der Wissenschaften der DDR, der dortigen Institute, wurde ich damit konfrontiert, dass es Verdachtsmomente gab gegen einen Mitarbeiter im Heinrich-Hertz-Institut, Werner Schulz, sein Vater, und dass der Sohn, Klaus Dieter, dabei auch eine Rolle spielte. Und im Ergebnis von einer bestimmten Zeit Arbeit und Überprüfungsmaßnahmen war der Verdacht, ich spreche jetzt in unserem damaligen Jargon gewissermaßen, so weit erhärtet, dass ein Haftbefehl richterlich ausgestellt werden konnte und auch ausgestellt wurde. Und dann wurden also Vater und Sohn durch uns festgenommen und schließlich inhaftiert. Vor sechs Jahren, hat Herr Schulz-Ladegast nach entsprechendem Aktenstudium mich quasi ausfindig gemacht und hat zu mir Kontakt hergestellt. Das hat er sehr gut gemacht, weil er natürlich damit rechnen musste, wenn für mich von vornherein klar ist, dass ich auf jemanden, der dank meines Tätigwerdens mal jahrelang Gefängnis gesessen hat, dass das bei mir dann vielleicht nicht gerade auf viel positive Resonanz stößt. Wir sitzen beide körperlich einigermaßen unversehrt hier, also wir haben uns deswegen nicht geschlagen, sondern haben uns über die Jahre in vielen Gesprächen beide bemüht und aus meiner Sicht auch erfolgreich ein Verhältnis zu finden, dass eben das beiderseitige Handeln aus den damaligen Verhältnissen erklärbar und verständlich macht. Also wir treffen uns, ich fange mal mit dem Einfachen an, so in der Regel alle 2 Monate. Und zwar abwechselnd bei ihm und bei mir zu Hause. Das ist so der äußere Rahmen. Und dann sind wir so im Schnitt 2 Stunden zusammen. Ja, also ein Teil der Gespräche geht immer noch darum, was damals war, das ist also längst nicht zu Ende. Wir unterhalten uns ja über politische Vorgänge, vor allen Dingen, denke ich, ein Inhalt ist, wie wir, sagen wir so, die Entwicklung seit 1945 so einschätzen, was sich da so getan hat. Und unser Bild über die historische Entwicklung liegt nicht so sehr weit auseinander. Mit unterschiedlicher Erfahrung. Für mich
gab es überhaupt nichts zu prüfen an den Gesetzen der DDR und nichts zu überlegen, ob die in Ordnung wären oder nicht in Ordnung wären. Das ist die damalige Position gewesen und heute? Darüber kann man sprechen, was ich da heute drüber meine. Aber so wie ich die Frage verstanden habe, ging es zunächst einmal, als ich damals gehandelt habe, als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Und da war das für mich fraglos. Das ist gesetztes Recht der DDR. Das ist weder durch mich noch durch irgendjemanden anderen nach Gutdünken zu beachten und einzuhalten oder nicht einzuhalten. Das gilt. Und wir waren dafür da, dafür kriegte ich mein Geld, ich sage das jetzt mal absichtlich so profan jeden Monat, dafür zu sorgen, dass diese Gesetze eingehalten wurden und wenn jemand gegen sie verstoßen hatte, dass das geahndet wurde, um anderen zur Warnung zu dienen, sich gefälligst an die Gesetze der DDR zu halten. Das also, weil immer wieder diese Frage kommt an Herrn Panzer, ja damals hat er natürlich die Verantwortung als Staatsbediensteter seinen Job gemacht, ja. Gezweifelt, haben wir gehört, aber keine Alternative gesehen im praktischen Handeln. Auch damals offensichtlich gezweifelt. Ne? Die Frage, wie sehen Sie das heute, da stimme ich Ihnen zu, das sehen wir im Handeln. Er setzt sich aus. Ja? Er setzt sich seit 5 Jahren diesen Gesprächen aus und er setzt sich auch diesem Menschen aus, der einiges mitgemacht hat. Ja? Und das ist für mich eine Art praktischer Wiedergutmachung. Das ist nicht Versöhnung im engeren Sinne, aber das ist Annäherung. Die Geschichte der DDR hat immer noch schwarze Löcher. Also ich habe mich doch sehr punktuell nur mit der Geschichte von Hohenschönhausen beschäftigt, habe aber dort mit viel mehr Menschen auch gesprochen, als jetzt im Film aufgetaucht sind, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Und ich glaube, was ich während dieses Filmemachens auf jeden Fall gelernt habe, dass Erinnern doch ein sehr individueller und persönlicher Prozess ist. Wie mir das überhaupt bewusst geworden ist, warum dieses Erinnern so persönlich und so individuell und unterschiedlich ist. Ich habe sehr viele Führungen auch in Hohenschönhausen mitgemacht, also im Zuge der Recherche und mit ganz unterschiedlichen Führern, also Menschen, die Führung gemacht haben, alles ehemalige Insassen in Hohenschönhausen. Und die haben doch widersprüchliche Erinnerungen an ähnliche Situationen gehabt. Und da ist mir überhaupt bewusst geworden, dass es eben sehr persönlich ist, was man erinnert und wie man sich daran erinnert. Und also im Gefängnis selbst gab es um die 800 Mitarbeiter. Das war Wachpersonal, Schließer, Leute, die für die Versorgung, Küche und so weiter zuständig waren. Und es waren vor allem Offiziere der Staatssicherheit, die für die Verhöre verantwortlich gewesen sind. Ihr habt ja das Gefängnis gesehen. Es gab also ungefähr etwas über 100 Zellen und 120 Verhörräume. Das heißt also, das Verhören war dort die wichtigste Aufgabe eigentlich. Und der Anteil der Menschen, die diese Verhöre gemacht haben, der war sehr groß. Das waren also sicherlich so 300-400, die dort für die Verhöre zuständig gewesen sind. Es waren alles Offiziere der Staatssicherheit, in der Regel
gut ausgebildet, manche hatten studiert. Nach meiner Ansicht, auch das weiß ich auch durch Gespräche mit anderen ehemaligen Inhaftierten, mit anderen ehemaligen Häftlingen, wir sehen uns ja manchmal heute so in Häftlingstreffen oder auch manche machen wie ich Führung dort in Hohenschönhausen. In Hohenschönhausen arbeiteten schon die Schärfsten, also die Schlimmsten. Aber nicht, weil sie irgendwie verprügelt hätten oder so, sondern die haben so Psychoterror eingesetzt. Erniedrigung im Zellenalltag, die Wärter. Ja, Demütigung und im Verhör wurde man immer psychisch mit Drohungen und Drohungen, die Eltern zu verhaften oder eine lange Haftstrafe zu bekommen oder so, da wurde man auch immer unter Druck gesetzt, ja. Und naja, wie war das Verhältnis von mir zu diesen Stasi-Leuten? Also in der Haft habe ich, glaube ich, gehasst. Ja, also Hass hat mich durchhalten lassen. Ja, im Verhör war es immer eine besonders schlimme Situation, weil die Wärter, die empfand ich so als Proleten. Ja, also die waren jetzt nicht besonders schrecklich, aber auch nicht nett. Ja, also ich weiß nur, denen sprang der Hass aus den Augen, aber die durften uns ja nicht verprügeln, weil wir wurden ja aus diesen Gefängnissen oft in den Westen verkauft. Und wenn wir im Westen waren, sollten wir ja keine Folterspuren zeigen. Also deshalb Psychoterror und keine Schläge mit Gummiknüppeln oder so, wie es vorher in den 40er und 50er Jahren war. Ja, und deshalb, wie gesagt, war es so, also die habe ich nicht versucht, irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen. Und es gab im Verhör einen Guten und einen Bösen und der immer nur gebrüllt hat, da habe ich gedacht, wenn die alle so sind, die haftet sich auf der linken Backe ab. Aber der freundlich war, der war ganz genau auf mich angesetzt. Also der war im Wesen meinem Freund aus dem Westen total ähnlich. Also mit dem wäre ich lieber ein Bier trinken gegangen, als von dem verhört zu werden. Und der war aber der eigentlich so im Rückblick der wesentlich Schlimmere. Ja, also der blieb immer lachend, freundlich, wenn er mir seine Drohungen erzählte. Die Stasi-Leute haben uns ja auch gehasst, weil wir waren für sie Feinde des Volkes der DDR. Also da bin ich bei einer Faschingsveranstaltung so im Alter von 4 oder 5 Jahren. Das ist die Einschulung 1974. Das war bei unserem alljährlichen Campingurlaub in Neukano. Das ist im Land Brandenburg. Mein Kellnerkollektiv in Schönfeld. Kurz vor der Flucht auf dem Alexanderplatz mit Freunden zusammen. Da war der Alexanderplatz noch gepflastert. Das war dann, ich glaube, 3 Tage vor dem Fluchtversuch in Friedrichshagen im Garten. Zwei Tage nach der Entlassung, Mitte März in West-Berlin. Mein erster Skiurlaub in Österreich, Ende März 88. Ich habe dann 1996 in der Zigarrenabteilung im Berliner KDW angefangen, als Kaufmann. Und dann holte mich diese blöde Vergangenheit doch ein. Ich habe mir manchmal so im Traum überlegt, wenn ich irgendwann meinen Vernehmer wiedersehe, ja. Aber dass ich es darauf angelegt habe, den wiederzusehen, war nicht so. Das passierte von ganz alleine und zwar am 17. Januar 1999. Ich bin gerade vormittags zur Arbeit gekommen, um 10 Uhr haben wir da geöffnet und auf einmal steht ein Typ vor meinem Zigarrenstand von Mitte 40 im dunklen Anzug, braun gebrannt und der fragt mich, was raucht denn Fidel Castro für Zigarren? Und ich dachte, das ist ja eine blöde Frage, ja, stellt sonst kein Kunde. So wie der sprach, so wie der aussah, so wie der roch, erkannte ich den Stasi-Offizier wieder, der mich 12 Jahre vorher im Gefängnis verhört hat. Und als der auf einmal vor mir stand, habe ich in dem Moment erstmal gedacht, schlage ich dem jetzt eins in die Schnauze, weil verdient hätte er es ja. Aber es kam eben nicht unbedingt das Gefühl von Rache, sondern eher das Gefühl, den spreche ich jetzt an. Und wenn der reflektiert, wenn der mir die Hand reicht, wenn der sich bei mir entschuldigt, dann kann ich ihm eventuell verzeihen. Dann kann ich Frieden mit meiner Vergangenheit im Stasi-Knast Hohenschönhausen machen und dann kann ich ruhiger schlafen heute. Und der hat mich natürlich nicht erkannt und als der gehen wollte, da habe ich den so am Ärmel gefasst und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, wir kennen uns. Und da sagt er, ja, woher denn? Und da habe ich dann gesagt, naja, Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen vor 12 Jahren, Sie waren da Vernehmer. Und auf einmal wurde das erst freundliche Gesicht ganz kalt und dann sagte der, ja und? Und da habe ich gesagt, naja, ich saß damals auf der anderen Seite ihres Schreibtisches und ich wollte nur aus Liebe in den Westen und sie wollten für mich
2 bis 8 Jahre Gefängnis. Sie müssen mir jetzt hier nicht um den Hals fallen, aber ein Handschlag, tut mir leid, wäre doch jetzt mal angebracht für das, was Sie mir und meiner Familie damals angetan haben. Und dann passierte was, womit ich nie gerechnet habe. Dann fing er an, mich anzuschreien. Was mir einfällt, ob ich nicht begriffen hätte, dass ich ja zu Recht im Gefängnis war, wozu sollte er sich bei mir entschuldigen? Reue ist was für kleine Kinder. Das Stasi-Gefängnis in Hunschenhausen wurde erst im Frühjahr 1990 aufgelöst. Die Monate nach dem Mauerfall hatten die Stasi-Mitarbeiter unter anderem genutzt, um Akten und Daten zu schreddern und verschwinden zu lassen. Wie war oder ist das überhaupt mit der Aufarbeitung des Kapitels Staatssicherheit? Auch dieser Frage sind wir nachgegangen. Ehemaligen Stasi-Mitarbeiter wurden in keiner Weise belangt. Sie erinnern sich vielleicht, der Einigungsvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten wurde ja in sehr schneller Zeit ausgehandelt. Und eine der ganz wesentlichen Bestimmungen war, und das ist natürlich auch ein Prinzip rechtsstaatlicher Ordnung, dass kein Mensch rückwirkend für eine Tat, die in seinem System sozusagen erlaubt war, bestraft werden konnte. Und aus dem Grunde konnte eben nach der Vereinigung von DDR und Bundesrepublik kein Stasi-Mitarbeiter aufgrund seiner Stasi-Tätigkeit angeklagt werden. Die ehemaligen Mitarbeiter der Staatssicherheit ärgern sich über das, was jetzt in Hohenschönhausen passiert, dass es eben kein Gefängnis mehr ist, sondern eine Gedenkstätte mit vielen Besuchern. Und sie versuchen natürlich, ihre Sicht der Dinge, ihr Geschichtsbild sozusagen, ihre Interpretation von Geschichte zu veröffentlichen und den Menschen zu verkaufen. Sie schreiben Bücher über die Arbeit der Staatssicherheit und sie geben Interviews und sie sind in Arbeitskreisen zusammengefasst. Und sie kommen auch hin und wieder in der Tat in die Gedenkstätte, wobei jetzt in letzter Zeit eher selten, aber es gab Zeiten, da sind sie richtig häufig dorthin gekommen und haben versucht, dann die Referenten während der Führung sozusagen zu verunsichern und ihnen zu unterstellen, sie würden ja sowieso nur Lügen erzählen, das sei ganz anders und es seien nur Kriminelle und Verbrecher gewesen, die dort gesessen hätten. Auch durch die heutige Gesellschaft, nicht unbedingt durch das Interesse von jungen Leuten, das nimmt immer mehr zu, wie zum Beispiel von euch. Also solchen Orten sich mal anzuschauen oder mit jemandem wie mir zu sprechen. Aber zum Beispiel eine Anerkennung in der Gesellschaft, als politisch verfolgter DDR, das wäre viel mehr zu wünschen, als es bisher passiert ist. Ja. Also viele fühlen sich als Opfer zweiter Klasse, weil es nicht eine ordentliche Opferentschädigung gab bisher. Viele sehen sich eben halt auch, weil die Täter in guten Positionen sind, auch da wieder heute als Opfer, viele ehemals Verfolgte. Und man muss einfach auch sagen, die Ignoranz unserer Politik bei bestimmten Problemen, wie zum Beispiel dem Verbot von militärischen Diktatursymbolen der Diktatur des Kommunismus oder auch die Bestrafung der Leugnung kommunistischer Verbrechen, was eigentlich, finde ich, selbstverständlich wäre, dass man das bestraft, das ist in Deutschland im Gegensatz zu anderen ehemaligen osteuropäischen Ländern, die früher kommunistische Diktaturen waren und heute demokratische Staaten sind. Das ist dort anders als in Deutschland. Es ist, glaube ich, wichtig, diejenigen, die das so erleben, also euch zum Beispiel, deutlich zu machen, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit Zeiten gegeben hat, in denen es eben anders war, in denen Diktaturen vorgeschrieben haben, was gemacht werden musste, was jeder Einzelne zu tun hatte. Und dass dieses Vorschreiben und dieses Einschränken von Freiheitsrechten der Menschen keine Chance hat zu einer stabilen und friedlichen und einigermaßen glücklichen Zukunft zu führen. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir solche Gedenkstätten haben. Wer wird denn aufgeben, so kurz vorm Ziel? 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 Wer wird denn aufgeben, so kurz vorm Ziel?
Thank you.